Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, Männer. In 3 Minuten beginnt die größte Schlacht unserer Profilaufbahn. Heute wird sich alles entscheiden. Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Stück für Stück, Spielzug um Spielzug, bis wir am Ende sind. Wir stecken knöcheltief in der Scheiße, Männer. Das könnt ihr mir glauben. Und wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Ans Licht. Wir können aus dieser Hölle aufsteigen. Stück für Stück nach oben. Nur, ich kann das nicht für euch tun. Ich bin zu alt. Ich sehe mich um, sehe eure jungen, frischen Gesichter und denke, meine Güte, ich habe alles falsch gemacht, was ein Mann in mittleren Jahren nur falsch machen kann. Ich habe mein gesamtes Vermögen verplempert. Ob ihr es glaubt oder nicht? Ich habe jeden Menschen, der mich in meinem Leben je geliebt hat, vertrieben. Seit einiger Zeit ertrage ich nicht mal mehr den Anblick der Visage, die ich im Spiegel sehe. Ist nun mal so, wenn man älter wird, geht einem einiges verloren. Ich meine, so ist nun mal das Leben. Aber das lernt ihr erst, wenn es losgeht mit dem Verlieren. Dann findet ihr heraus, dass es im Leben auf die Kleinigkeiten ankommt. Genau wie beim Football. Weil sowohl im Leben als auch beim Football der Spielraum für Fehler winzig ist. Ich meine, ein halber Schritt zu weit oder zu kurz heißt meistens, ihr kriegt den Ball nicht. Nur eine halbe Sekunde zu schnell oder zu langsam und ihr greift vorbei. Diesen Kleinigkeiten, die so wichtig sind, begegnen wir immer zu. Und zwar in jedem Moment des Spiels. In jeder Minute, in jeder Sekunde. Ja, so ist es. Wir kämpfen hier um jeden Zentimeter. Für ein paar Zentimeter zerreißen wir uns selbst und jeden, der dazugehört, in Stücke. Wir krallen uns mit den Fingern in die Erde für jeden Zentimeter. Weil wir wissen, wenn wir die Zentimeter zusammenzählen, die wir geholt haben, ergibt das am Ende den verdammt wichtigen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Mehr noch, zwischen Leben und Tod. Ich sag euch eins, in jedem Kampf gewinnt nur der, der für ein Stückchen Erde sein Leben einsetzt. Und ich weiß, dass noch Leben in mir ist, solange ich auch bereit bin, für dieses Stückchen zu kämpfen und zu sterben. Weil es das ist, was für mich Leben heißt. Dieses kleine Stück, das ihr vor euch seht. Ich kann euch nicht befehlen, es zu tun. Ich kann nur sagen, seht euch den Mann neben euch an. Seht in seine Augen. Und ich glaube, dann werdet ihr jemanden sehen, der genauso denkt wie ihr. Verdammt, ja. Ihr werdet einen Mann sehen, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern. Weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt, dann tust du dasselbe für ihn. Das ist ein Team, Gentlemen. Und entweder bestehen wir jetzt als ein Team, oder wir werden untergehen als Einzelgänger. Das ist Football, Jungs. Mehr ist es nicht. Also, was werdet ihr tun? Yeah!